Hey Taurus, Serhat hier. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Das sind intuitive Messages für die Woche, die jetzt kommt, vom 6. bis zum 12. Januar. Danke, dass du hier bist. Ich spreche Denglisch, also ich mache das so ein bisschen Mix-Mix, ne? Also klar Deutsch, aber so, ihr wisst ja so, ne? New Age People, how they speak and stuff. However, fangen wir mal direkt an. Ich sehe gerade die ganze Zeit dieses Deck. Ich mache 15 Minuten. Ne? Ups, ich habe vergessen zu filmen, zu starten mit dem Timer. Ich mache 15 Minuten Taurus, Taurus Sun, Taurus Rising, Taurus Moon, Taurus Venus und schauen wir mal, was es für Nachrichten gibt. Ich mache das jetzt wöchentlich, weil im Englischen mache ich so einen monatlichen Bericht, aber im Deutschen möchte ich einfach so wöchentlich was schauen. Ich finde, Deutschland, es ist Zeit für Deutschland, dass das so ein bisschen hier expanded wird mit allem einfach. Age of Aquarius, wir sind hier im Wassermann-Zeitalter, es wird Zeit, hier Veränderungen reinzubringen. Und fangen wir mal direkt an. Irgendwelche Nachrichten für Taurus? Okay, zwei Karten. Ich sehe eine direkt, die aufgesprungen ist. Erstmal Zahl Nummer 5 und Emotional Loss bedeutet so viel wie mentaler, emotionaler, also loslassen, emotional, mental. Taurus, ich fühle bei dir irgendwie die zweite Karte auch, genau, Fertility umgedreht. Bedeutet für mich, wie dadurch, dass du noch ein paar Dinge von der Vergangenheit, vielleicht von 2019 oder vielleicht von noch, ich zeig dir erstmal die Karten. Dadurch, dass du ein paar Dinge noch von 2019 hast, kannst du nicht richtig die Veränderung, kannst du nicht richtig fruchten. Du musst Dinge noch loslassen von 2019. Du musst vielleicht, ich höre ganze Zeit alte Beziehungen romantisch gesehen loslassen, nicht mehr zurückblicken. Es ist Zeit nach vorne zu schauen, weil je mehr du zurückblickst, kannst du eigentlich nicht sehen, was in dir drin ist, das fruchten wird. Du kannst dich da nicht daran festhalten, du kannst da nicht fruchten, ne? Du kannst dich wachsen, ne? Du stehst dir dann selbst im Weg, weil du energetisch gesehen immer noch an die Dinge zurückdenkst, die dich davor zurückhalten, nach vorne zu gehen. Das ist wie, du musst dir vorstellen, du möchtest unbedingt nach vorne, du bist in einem Wettrennen, ja, und du hast aber ein Seil an dir dran, weil energetisch gesehen sind das quasi Fäden und dieses Seil, ja, ist noch dran an irgendeinem Ex, ist noch dran an irgendeiner Sache, die dir wehgetan hat und die du nicht loslassen konntest, Taurus, weil du eben noch nicht ausgesprochen hast, was in dir drin abgeht, höre ich gerade. Du hast nicht ausgesprochen deine Wahrheit. Du hast nicht gesagt, dass es dich verletzt hat. Du hast es immer noch in dir drin. Und deswegen ist es so wie in diesem Wettrennen. Du rennst nach vorne, aber gleichzeitig ziehst du jemanden mit dir mit, wie als wärst du so ein Pferd von einer Kutsche. Und dadurch, dass du das aber auch nicht checkst, dass du jemanden mit dir mitziehst, bist du ein bisschen langsamer und du verstehst nicht warum. Und du verstehst nicht, dass du dein volles Potenzial eigentlich ausnutzen könntest. Du musst dir Gedanken machen, Taurus, was in dieser Woche bei dir irgendwie noch, wo du noch zurückblickst und da endlich cutten, weil sonst stehst du dir selbst im Weg, richtig zu fruchten. Fragen wir ein paar Tarotkarten, was noch bei dir abgeht. Okay, da wollte gerade was aufspringen. Okay. Genau, 5 Münzen umgedreht. Du kannst nicht wirklich Veränderungen reinbringen in deinen Beziehungen, in allem anderen, in dem Materiellen, weil Münzen ist für mich Erde, also Münzen heißt Erde, Münzen heißt aber auch Relationships, also Beziehungen, romantisch oder nicht romantisch, Beziehungen zu dir selbst, zu allem, was du Beziehungen hast im Materialistischen. Jeder Mensch, also materialistisch da ist bei dir oder eine Sache. Und dadurch, dass du noch zurückblickst, kannst du nicht wirklich nach vorne gehen. Da kannst du nicht wirklich Veränderungen reinbringen. Du kannst auch keine Stabilität finden in den Dingen, die du erreichen möchtest, weil du eben noch zurückblickst. Und das hindert dich davor zu wachsen. Machen wir mit dem Deck weiter. Ja, ich habe um 16 Uhr muss ich auch los, weil ich ein Bild mit einem Hund machen muss für ein Casting. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt, weil vielleicht gibt es viele neue, die neu einschalten. Okay, warum redet er über sich selbst? Ich weiß auch nicht, Leute. Ich habe einfach Bock, über mich selbst zu reden manchmal. Machen wir mal weiter mit dem. Ich weiß nicht, weil ich möchte das einfach kombinieren mit dem ganzen Modeling-Ding und mit dem ganzen hier euch ein bisschen Guidance geben, einfach zu zeigen, hey, es ist. Du.
Du kannst manifestieren und Law of Attraction ist real. Ein Zeichen, Gesetz der Anziehung existiert. Und so wie ich mein Modeling-Ding anstrebe, kannst du, egal was du in deinem Kopf hast, Taurus, in deinem Herzen, in deinem Bauchgefühl, egal was du für Visionen hast, du kannst das erreichen. Gucken wir mal, mischen wir mal ein bisschen durch hier. Gibt es noch irgendwelche Nachrichten? Genau, The Thinking Man umgedreht. Du kannst keine Neubeginner anfangen, weil da ist eine 46. 4 plus 6 ist eine 10. Für mich heißt 10 immer 1, 0. So endlich Dinge vollenden und Neubeginner anfangen. Den alten Kreislauf beenden und neuen Kreislauf beginnen. Die Sache ist die, dadurch, dass du aber noch zu sehr an die Dinge festhältst, gedanklich gesehen, guck mal, The Thinking Man, die Karte ist so richtig rum. Und da schaut er so einen Kristall an. Und fokussiert sich nur darauf, dadurch, dass sich umgedreht ist, so wie du fokussierst dich zu sehr mental gesehen auf die Dinge, die dir nicht gut tun. Wieder hier mit dem Emotional Loss. Dadurch kannst du keine Neubeginne anfangen, Taurus. Gibt es da eine Nachricht? Die Karte wollte raus. Die Karte wollte auch vorhin rausspringen. Ich schwöre auf alles. Ritter der Münzen. Ich habe gerade Gänsehaut. Die Karte wollte vorhin rausspringen. Ich habe das nämlich gesehen beim Mischen, aber ich dachte mir so, egal, später, vielleicht kommt die dann raus. Und jetzt kam die rausgesprungen. Ritter der Münzen umgedreht. Guck mal, das ist Jeanne d'Arc. Einfach ein bisschen geschichtlich erklären, Jeanne d'Arc, die reitet ein weißes Pferd. Weißes Pferd, weiß für die Farbe, für feminine Energie, das hast du auch in dir, Yin und Yang. Wir haben maskuline und feminine Energie in uns drin, egal mit welcher du dich identifizierst. No matter in welchem Körper du geboren wurdest, spielt gar keine Rolle, ist einfach nur deine Energie in dir drin, mit was du dich mehr identifizierst. Was ich für dich sehe oder was ich ganz stark höre, ist, du hast Probleme. Mit dem Loslassen, Taurus, und dem Reflektieren. Du reflektierst zu sehr zurück, du denkst zu sehr zurück in der Vergangenheit zu dem, was dir eigentlich nicht gut tut. Auch hier wieder mit dem Thinking Man. Und das hindert dich davor, eigentlich diesen Boom-Moment, dieses, guck mal, sie reitet dieses Pferd und triumphiert mit der roten Flagge. Ist richtig rum so, ne? Aber jetzt dadurch, dass es umgedreht ist, ist es so wie. Sie kann nicht richtig triumphieren, du kannst nicht richtig triumphieren, Taurus. Du kannst nicht richtig das Leben feiern, jetzt, jetzt gerade in diesem Moment, in dieser Woche. Du kannst nicht richtig aufblühen, du kannst nicht richtig sein. Du kannst nicht dieser Schmetterling sein, der seine Flügel aufspannt und anfängt loszufliegen, weil du eben noch an diese Dinge festhältst, die dir nicht gut tun. Weil du eben noch an diese Leute festhältst, die vielleicht Scheiße gelabert haben über dich, die vielleicht irgendwie dir nicht gut getan haben. Da sehe ich nämlich Menschen im Hintergrund, das sind diese fünf Münzen umgedreht. Du musst für dich aussprechen, Taurus, was bei dir abging und loslassen. Wie kannst du von Dingen loslassen? Sprich die raus. Das muss nicht unbedingt mit einem Menschen sein oder mit Freunden. Es kann auch einfach nur du allein in deinem Raum sein, in deinem Zimmer, wo du dich wohlfühlst. Vielleicht auch in der Badewanne mit Wasser und oder in der Dusche. Egal was, egal mit was du dich im Einklang fühlst, Taurus. Sprich raus, was in dir drin ist, weil dann kannst du diese energetischen Fäden, die dich zu diesen Ereignissen, zu den Personen, zu diesen Menschen, Umständen, Vergangenheitsrealitäten, die dich doch dahin festhalten, dann kannst du die cutten. Das Wichtigste ist aber endlich mal aussprechen, was abgeht. Ich habe gerade 8-8 gesehen. Weil dann findest du wieder dein Innere von dem Timer, weil dann findest du wieder, und 66% von meinem Laptop. 66, zu sehr in die Vergangenheit geguckt. Je mehr du dann, als ich gesagt habe, cutten, habe ich 8-8 gesehen, 88, dein inneres Wesen, diese Vollendung in deinem inneren Wesen spüren und endlich, guck mal, sprießen, endlich fruchten, endlich wachsen, dir erlauben, wachsen zu lassen, dir erlauben, zu einer besseren Version zu werden, Taurus. Ich habe noch ein paar Minütchen. Gucken wir, was es noch für, schauen wir mal mit dem Spirit Animal, was die dazu zu sagen haben. Vielleicht gibt es da irgendein Animal, welches du quasi als Guidance benutzen kannst, als Wegweiser. Spirit call upon you. Archangels, give me some clear messages. Okay, Snake. Ja, ich habe gerade von innerer Vollendung gesehen, gesprochen, ne? Und die Schlange, Kreislauf. Aber auch endlich. Ist hier nämlich die Blume des Lebens,
im mittleren Bereich. Und ich glaube, das ist so eine sehr schöne Symbolik, weil die Schlange ist auch jemand, ist auch etwas, was sich häutet ständig, ne? Wenn die Haut ihr nicht mehr passt oder zu was auch immer, aus welchen Gründen die sich häuten, wenn die Haut nicht mehr im Einklang ist mit ihrem Wesen, dann häuten die sich. Und dieser Häutungsprozess, habe ich auch bei dir gehört, gerade ist sehr wichtig, weil du dann endlich loslässt von der früheren Version von dir und alles, was mit deiner früheren Version zu tun hat und du endlich in deine neue Version reintappen kannst. Hör auf, in diesem Kreislauf zu sein, höre ich die ganze Zeit. Hör auf, in diesem Kreislauf zu sein, wo du dich selbst frisst. Hör auf, in diesem Kreislauf zu sein, wo du Angst hast davor, das, was in dir drin ist, rauszulassen. Dieses ganze Blumen, dieses ganze, guck mal, was für eine schöne Symbolik, das ist mit den Fruchten und hier die Blumen in dir drin. Du lässt diese Blumen in dir drin nicht völlig. You don't allow the flowers within yourself to fully blossom, because you're so stuck into this whole cycle of eating yourself. Bedeutet so viel wie, ich weiß nicht, manchmal habe ich einfach diese englische Stimme in meinem Kopf, die Dinge besser erklären kann als meine deutsche. Manchmal ist es auch umgedreht. Was ich damit sagen möchte, ist, du lässt diese Blumen in dir drin, die so farbenfroh sind, die so voller Vielfalt sind, die so voller Kreativität sind. Du lässt die nicht blühen, weil du zu sehr damit beschäftigt bist, Taurus, zu sehr beschäftigt bist damit, in diesem Kreislauf zu sein, wo du einfach nur zurückdenkst an die Vergangenheit. Ich sehe immer noch 66%. Und es war gerade bei der Minute beim Timer 11:01. 111. Und für dich, Taurus, ist es wirklich so, lass los, sprich es raus. Oder sag den Personen, dass sie dich verletzt haben. Oder einfach für dich selbst. Du kannst Leuten vergeben, ohne denen wirklich zu sagen, hey, ich vergebe dir. Es ist einfach für dich wichtig zu verzeihen. Verzeihe. Verzeihe, Taurus. Wenn du nicht verzeihst, wirst du immer noch zurückgezogen von den Dingen, mit denen du eigentlich abgeschlossen hast. Aber dadurch, dass du zurückdenkst an die emotional, mental, vielleicht auch spirituell, dadurch, dass du zurückblickst, kannst du nicht nach vorne, du kannst nicht nach vorne rennen in dem Wettrennen. Das Wettrennen, was du mit dir selbst hast und deinen früheren Versionen. Deine bessere Version ist langsamer als deine frühere Version, weil deine frühere Version hält nicht fest an die Dinge, die deine jetzige Version festhält. Es war gerade ein bisschen Parallel Universal Shit, was ich gerade, aber ich hatte so viele Visionen gerade, wie ich das gesehen habe. Weißt du, was ich damit meine ist? Wir haben am Anfang erklärt, du hast diese Fäden, die dich zurückhalten, du bist wie so eine Kutsche und dadurch, dass du im Hier und Jetzt an deine frühere Version denkst, hast du diese Kutsche quasi an dir und du kannst nicht richtig rennen. Aber deine früheren Versionen können viel stärker rennen, weil die eben diese Sachen nicht im Hier und Jetzt quasi mit sich mitschleppen. Ich weiß nicht, ob ich gerade Bullshit labere, aber ich hatte solche Bilder im Kopf gehabt. Hör auf mit dem Auffressen, hör auf zu sehr daran nachzudenken, was passiert ist. Lass los, verzeihe dir selbst und starte diese Woche mit Wachstum. Bringe Dinge in Gang. Muss kurz was trinken, sorry. Ich habe noch 3 Minuten. Final Message vielleicht kommt. Yes. Guck mal, wie schön. Schöne Symbolik. 2 Karten sind rausgesprungen. Der Magier und der Spiegel. All tied up. Guck mal, was für eine schöne Symbolik das ist. Alles wieder hier mit der Schlange auch. Es ist wie, als könntest du nicht, auch hier mit der Fruchtbarkeit. Es ist wie, als könntest du nicht völlig fruchten. Es ist wie, als könntest du nicht völlig fruchten, weil du dich selbst so einengst mit den Fäden, die du energetisch noch an dir dran hast, die sind so um dich herum und deswegen ist es so, wie als wärst du so festgekettet und könntest nicht nach vorne laufen. Das ist aber nicht wahr. Du hast es in der Hand, Taurus, ob du diese Fäden cuttest oder nicht. Du hast es in der Hand. Und wenn du das dann machst, dann bist du so frei wie dieser Magier und kannst endlich das angehen, was du machen möchtest. Du kannst dann das entstehen lassen in deiner Realität, was du entstehen lassen möchtest. Taurus ist eines der Sternzeichen Stier. Die können alles manifestieren, was sie möchten in ihrem Leben. Ich meine das so. Die sind so, vor allem Venus ist der herrschende Planet von Taurus. Muss ich ganz kurz sagen, Venus ist alles mit Beziehungen und Beziehungen zu Finanzen, zu Luxus und so, ne? Dein Love Style, wie du deine Liebe zeigst zu deinen Beziehungen, ob die jetzt romantisch oder nicht romantisch. Klar, Venus herrscht auch über Waage. Aber in Bezug zu Taurus ist es mehr so, ich habe.
Taurus ist der Archetyp. Ich habe, hat sehr luxuriös, sehr luxury, kann alles manifestieren, was die möchten, ne? Weil die eben diesen Bezug zu Venus haben. Mit diesem, ich gönne mir Dinge, ich kaufe mir Dinge, ich bin sehr luxury, ich bin sehr Seven Rings Ariana Grande Style, nach dem Motto. Und Taurus hat die, ist einer der Meister Manifester. Die haben es sehr leicht zu manifestieren. Ich meine das wirklich so. Und du wirst da reintappen. Hier auch mit der 53 die 8. Und hier mit der 23 die 5,5. Hier auch Symbolik 5, 5. Zwei verschiedene Decks, 5. Bring Veränderung rein, indem du endlich loslässt. Und je mehr du das machst, desto besser kannst du deine innere dein inneres grenzenloses Potenzial angehen und da reintauchen und das rauslassen zu dieser Welt. Dann bist du auch nicht mehr so festgekettet. Hier ist auch ein Infinity-Symbol und ich habe 8-8 gesehen vorhin. Just saying. Taurus, vielen Dank. Schreib mir in die Kommentare, was du denkst. Einfach für diese kurzen, intuitiven Messages. Ist, glaube ich, cool, wöchentlich zu haben. Dann hast du auch mal einen Sonntag, wo du ein bisschen was angucken kannst mit einer Tasse Tee und jemanden voll hast, der dich voll labert mit solchen Dingen. Vielen Dank, Taurus, dass du eingeschaltet hast. Ciao.